Moin, Servus und herzlich willkommen hier auf unserem Surfschule Nordic YouTube-Kanal. Mein Name ist Michael Vogel und heute dreht sich alles wieder ums Kitesurfen und zwar um eine Backroll mit einer Transition. Das Manöver ist super, ein super Klassiker, wenn ihr immer die Transition mit der Backroll kombinieren wollt. Das geht eh mal so mit und da gucken wir jetzt mehr rein. Was wir brauchen: Kite, Bar, Körper, Board. Ja, der Kite sollte so gewählt sein, dass ihr auf alle Fälle so viel Zug habt, dass ihr sauber im Gleiten seid. Die Bar, der Zugpunkt soll schön in der Mitte liegen, dass ihr noch ein bisschen Power habt, wenn ihr anzieht, dass ihr einen leichten Lift verspürt. Körper, oh, Körperspannung ist ein bisschen ein Gefühl für eine Rotation, aber das könnt ihr ja schon, wenn ihr Backroll könnt. Und Board, ja, geht so ziemlich alles, auch mit einer reinen, ja, auch mit einem reinen Einsteigerboard. Einfacher und schöner ist es, wenn das Board schon ein bisschen kleiner, ein bisschen geschmeidiger ist. So ein klassisches Freeride-Board. Wir gucken mal. Wir fahren an auf Halbwindkurs. Schaut, dass ihr schöne, gute Geschwindigkeit habt, dass ihr schön im Gleiten seid, dass ihr schöne, stabile Gleitlage habt. Wenn ihr nämlich zu tief seid, kennt ihr von der Backroll schon, dann fangt ihr Reißen an und dann ist es nicht so schön, dann verlängt man den Schirm ganz schnell. Von dem her anfahren auf Halbwindkurs. So, dann schieben wir die Bar leicht nach vorne, fangen Anlufen an und kicken mit dem hinteren Bein etwas stärker rein und halten die Kante erstmal länger. Gleichzeitig schaue ich mit dem Kopf über die vordere Schulter nach hinten und versuche auch da wieder schön waagrecht zu bleiben, um meine Rotationsachse möglichst vertikal zu halten. Nach dem Absprung Bar anziehen, Kite geht in den Zenit, bleibt im Zenit und das Schöne ist bei der Backroll Transition, ihr habt da die Möglichkeit, nämlich die Geschwindigkeit, die normal noch als Überschuss da ist, die ihr bei der normalen Transition kompensieren müsst und genau timen müsst, könnt ihr die jetzt mitnehmen, praktisch in die Rotation rein und könnt euch so richtig schön mehr Pendel auspendeln lassen. Und ihr merkt, beim Absprung habt ihr schon 50% eurer Rotation eigentlich hinter euch. Der Schirm steht im Zenit, ihr löst, habt schön eine Körperspannung drauf. Und folgt diesem Zug, konsequent mit dem Kopf weiter drehen, bis ihr auf den neuen Raumwindkurs schaut. Könnt ihr euch, wenn ihr merkt, ihr dreht zu langsam, zieht die Beine ein bisschen an. Dadurch könnt ihr die Rotation beschleunigen und schaut, wenn ihr rüberkommt auf Raumwindkurs, Fahrwerk, sprich Beine wieder lang machen, übers hintere Bein reinlanden und Schirm runterfliegen. Fliegt ihr den Schirm schon etwas früher runter, benötigt ihr Körperspannung, weil sonst passiert das Gleiche, dass ihr übers vordere Bein reinlandet und nach vorne wegstürzt. Das heißt, wenn ihr den Schirm wie bei mir jetzt früher runter lenkt, Körperspannung halten, dass euch der Schirm nicht vorne überzieht. Ja, Backroll Transition, absolutes Fun-Manöver und vor allem kann man super gut mitnehmen. Immer stylisch, einigermaßen leicht noch zu erlernen. Und vor allem das Schöne ist, im Gegensatz zur normalen Transition, man kann den Schwung, wenn man noch einen Tick zu schnell ist, wo man bei der normalen Transition den Kite schon unterspringen würde, hier sauber in die Rotation mit reinnehmen und darüber sehr gut kompensieren. Ja, ich hoffe, für dich war heute was dabei. Du sagst, Mensch, cooles Manöver, werde ich mal probieren. Gerne liken, gerne kommentieren. Aber vor allem lasst uns ein Abo da und dann sehen wir uns irgendwo auf der Welt, mit Sicherheit aber am Wasser und da in Norddeich. Ciao, Servus, euer Michi.